Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim heutigen Video. Heute zeige ich euch das Game Job Simulator auf der Pico 4 und das Game ist aktuell für 19,99 € erhältlich. Beinhaltet 4 Jobs und das ist einmal der Büroarbeiter, Einzelhandel, dann haben wir den Koch und dann den Automechaniker. Und alle Jobs beinhalten so eine kleine Story, die wir dann durchspielen können. Und dann gibt es auch nochmal so einen Overtime, also Überstunden-Modus. Den habe ich jetzt nicht testen können, aber ja, die ganzen Jobs habe ich euch mal für euch mal angetestet und die seht ihr dann auch im Video und dann könnt ihr euch eine Meinung dazu bilden, ob das Game was für euch ist oder nicht. Ich fand es jetzt echt witzig gemacht. Ich muss sagen, aber 19,99 € ist natürlich auch nicht wenig Geld. Ich weiß auch nicht, wie lange Spieldauer man mit dem Overtime-Modus da verbringen kann. Dieser Modus, dass man bei jedem Job halt eine kleine Story durchspielt, das ist ganz okay. Manche dauern länger, manche nicht. Also ich würde jetzt mal so tippen, dass man, wenn man alles durchspielt, vielleicht 4 Stunden Spieldauer hat. Ist jetzt so mein Tipp, weil ich jetzt hier schon 2, 3 Sachen so ein bisschen angetestet hatte. Und muss man halt überlegen, ob dann der Overtime-Modus dann einen immer wieder noch ins Spiel lockt. Weiß ich nicht, wenn man einmal alles durch hat. Aber ist trotzdem, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber ich weiß halt nicht, ob der Preis gerechtfertigt ist. Aber dazu würde ich auch gerne eure Meinung hören. Gerne mal in die Kommentare. Ich weiß natürlich, die Entwicklerseite kenne ich natürlich auch. Und ich weiß, dass die auch Geld verdienen müssen und auch Gewinne erzielen müssen, damit sie auch neue, gute Produkte entwickeln können. Aber man muss dann natürlich eine gute Balance finden. Und es ist echt schwierig zu sagen. Aber ich finde jetzt hier 20 € zu viel. Ich würde jetzt 15 € so gerechtfertigt finden. Aber gerne eure Kommentare dazu und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Willkommen beim Jobsimulator. Hier sind wir im Hauptmenü. Hier geht das Ganze los. Hier wurden mir schon mal 4 Jobs angeboten, die wir hier testen können. Ich habe den Automechaniker, habe ich einige Zeit verbracht, weil es mir einfach so unheimlich Spaß machte. Die anderen 3 habe ich noch nicht gemacht. Aber lass uns erstmal aufs Menü eingehen. Also ich habe auch ein bisschen gesucht. Auf jeden Fall, wenn man sitzen möchte, wie ich gerade, was bei dem Spiel eigentlich sich gut anbietet, haben wir hier die Option, wenn wir diesen Schalter hier umlegen, dann können wir quasi, das wäre im Stehen, das ist Sitzen und mehr Optionen haben wir da auch nicht. Und dann haben wir einmal Subtitles, die wir dann einstellen können in verschiedenen Sprachen. Na, wie wir hier sehen, sind einige, sogar binärisch ist dabei. Also wenn wir hier ein paar KIs haben, die das Spiel gerne ausprobieren möchten, das könnt ihr machen. So, dann haben wir auch nochmal einen Modus Überstunden. Den habe ich jetzt noch nicht getestet. Das kann man aber erst machen. Wir haben hier eine Prozentanzeige. Und ich vermute, man kann das erst machen, wenn man wirklich 100% hier hat. Und dann kann man damit auch loslegen. Das machen wir am Ende mal, wenn ich den Automechaniker zu Ende gespielt habe. Dann machen wir einmal hier kurz den Überstundenmodus. Ich weiß sonst nicht, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall ein ganz nettes Menü, muss man einfach sagen. Dann schalte ich mal ganz kurz um. Hello, human. You work the 9-to-5, but are you ready for infinite overtime? Also so einen endlosen Modus haben wir dann hier. Hello, human. Grab a cartridge from the tray and let's get to work. So, und wie wir sehen, ist es alles auf Deutsch übersetzt, Sprachausgabe natürlich nicht, aber die Texte sind alle auf Deutsch und von daher ist es schon mal ganz gut. Jetzt gehen wir mal ins Büro mit dem Office Worker. Viel Spaß. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of Office Worker. Office Worker. Take a look at this board for instructions. Hey, cool. Der kommt zurück. Oder auch nicht. Flappy Bot. Was haben wir denn? Take paper when ready. Ja, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Passwort, guck mal, 1. Das war eine geile Tastatur, oder? So. PC mal. Check Computer Tower. Na, guck mal hier. How to focus on your job and ignore everything else. Das ist scheiße. Wollen wir nicht. Hey, that almost hurt.
Okay, Leitung 1 haben wir gemacht. Ah, hier ist unser Ball wieder. So. Workers would traditionally start their day with an addictive liquid stimulant. Ja, also es ist ja so aufgebaut, das Ganze. Wir spielen als Roboter halt die Jobs nach. Wir sind selber in der VR-Welt und können das dann so erleben, was die Menschen früher so gemacht haben. Ach, guck mal. Wenn uns die, die Roboter mal übernommen haben, die ganze Welt, ne? Dann wird das dann so aussehen. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Ah, guck mal hier. I love my job, die sieht aber nicht mehr so schön aus, ne? Ah, schöner heißer Kaffee. Bisschen Milch rein. Verändert der auch die Farbe? Ich glaube wohl, ne? Ah, lecker. Was haben wir denn hier? So, wohl ein kleines Arbeiterabteil, ne? Okay, was haben wir jetzt? Take paper when ready. Get to work. Now you're ready to start your day. Komm, nehmen wir noch einen. It's time for a computer. Email was an inefficient form of communication, popularized in the mid-1990s. The computer is the most important facet of the office. So. With humans and safety being the top of all. Arbeit fertig. Here comes Supervisor Bot. Better look busy. Okay, everybody, let's make some business. Samson, I'm counting on you to paradigm shift. Those optimizations. You can count on me. That's what I like to hear. Hey, human, you've been doing a good job. I've been thinking about giving you a promotion. So, ein Herz. If nothing goes wrong in the next 10 seconds, the job's yours. See, that's what I like about you. You're a rebel. Always thinking outside the box. Take this. The promotion's yours. Mm-hmm. Human assistant to the super. Oh, ja, ja, klar, komm. Ach komm, nehmen wir zum Kaffee. Good job, human. You're climbing the ranks. And here comes Bossbot. Looks like he's got more work for you. Das artet ja in Arbeit aus hier. Hello, human. I am Bossbot. I notice you've logged in, so I'm here to give you your first task of the day. We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find two bots to hire. Make sure you pick the best bots for the job. So, wo haben wir denn hier? Wir sollen an den Aktenschrank gehen. Okay. Banditbot. Der sieht doch gut aus, oder? Skills. Being sketchy, cooking books. Eingestellt. Und da haben wir... This is the happiest day of my life. Hipsterbot. Hipsterbot ist eingestellt. Sehr schön. Und jetzt weg. Jobbing within a job. Have you seen the latest sales report? This isn't good. Load up the old spreadsheet program and fix these numbers. Oh yeah. Oh, okay. Hier müssen wir mal viel mehr eintragen. Ach, guck mal. Wir sind wieder im Plus. Ich hab doch gesagt, stell mich ein. Auto Tally Legit Revenue. Wow, you cook those books like a professional gourmet chef. Mafia Buchhalter. It's time for lunch. At midday, humans would interact with primitive robots known as vending machines to obtain food. Schöckling Geld.
Ich hab kein Geld. Ihr feiert. Das ist auch gut. Da ist doch Geld. Guck mal, Money. Und ich habe Hunger auf so einen Rap oder was es auch immer da stellen soll. Oh, lecker. Hey, Coworker, can you get me a Candy Bar? Der will ein Candy, also B. Kriegst du. Looks like it's stuck. Sadly, this was common with early generations of robots. Stuck. Und jetzt? Ach so. Kennt man auch, ne? Bitte, kein Problem. Wir machen Kaffee. Oh, da ist noch einer. Aber echt cool, dass hier alles wirklich auch funktioniert, ne? Come get to work. Hier, ich bin hier der. Has you hire new employees, then fires you. Mhm. Was ist da denn hier? Lass uns mal schauen. Ach, guck mal. Flappy Bot. So haben die früher gearbeitet, die Menschen, ne? Die haben nur gezockt. Das ist witzig. Okay. Neuer Task. New job. Hello, human. I'm looking forward to your presentation today on all of the business that we did in the last week. So BossBot wants you to do a presentation. You'll need to make some slides. Time to learn about an ancient human technique called winging it. Try using this program in your computer. So. Nein. Ich muss mir hier auch zumachen, die Schublade. Das ist ja ein bisschen nervig hier. Color them. Das ist ja wie Comic, sieht das aus. Das ist gut. Da machen wir. Select title. You can be good enough. Ja, ist gut. Das nehmen wir. Das könnte natürlich jetzt auch noch in Deutsch sein, ne? Wenn man schon eine Übersetzung drin hat, wäre es natürlich cool, wenn das auch komplett in Deutsch ist. Aber gut, das ist jetzt nur ein bisschen rumklickern. Dann gehen wir mal auf die Professional-Schiene. Chart. Akkurat. Nee, akkurat ist nicht gut. Ist nicht gut. Yes. 100% real. Cheesy. Ne, komm, wir nehmen mal hier Dramatic. Oh, Licht aus. Ach, Präsentation. Das müssen wir uns mal hier anschauen, ne? Oh, BossBot ist bestimmt sauer. So, you ready to go through this presentation? Yes. Here's the clicker. Use the button to go through your slides. Ihr könnt alle gut genug sein. Ihr seid die Besten. Diese Zahlen sind der Wahnsinn. Boom! Und? Nice job, human. That was very business. Kein Problem. So, und jeder Job hat so seine seinen Storyline, sag ich mal. 10110 is retiring tomorrow. We wanted to give them a parting gift. Everyone's pitching in. Why don't you give me something you'd like to contribute? Ja, wir steuern was bei. Komm hier.
thoughtful. I'm sure they will. Appreciate it. Anyway, do you think you could type up a quick card to go with this? It would make it a lot more... personal. Was will ich machen hier? Resume, thank you note, get well soon, birthday note. Komm, Love Letter. Good. Hand it to me. Oh je, ich komme nicht mehr dran. Mach mal. I'll handle the rest. Thanks for helping out. Kein Problem. Things aren't going too well. We need to find a couple bots we can let go. Oh yeah. Take a look at these employee evaluations. Fancy boy, cowboy bot, hipster bot. Wir den Bandit, den müssen wir, der raus. So, Bandit ist raus. Hawk, it was my first day. Ja, du warst schlecht. Und der hier geht in Rente. Tut mir leid. Oh, I was saving up to buy a new hard drive. Oh. In the office, co-workers would converse around the liquid dispenser. Man, did you hear that? Odd 2272. Do you bear children, human? Hey, Bill, did you see the sports event on TV last night? It was pretty touchdown. Was wollen die von mir? Ich weiß gar nicht, was die wollen. Fotos. Ah, da steht es doch. Das ist gut hier, komm. Aww, now isn't that sweet? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal raus aus diesem Job. Ich wollte euch nur mal hier jetzt jeden Job mal anzeigen lassen. Exit. So, raus aus der VR-Welt. So, die würden angezeigt, 85% hätten wir hier. Jetzt gehen wir mal als Gourmet-Chef mal kurz schauen, was es da gibt. Ich finde es echt witzig, das Game. Cool gemacht. Es wird alles super erklärt. Pull paper when ready. Ich muss mal ein bisschen zurückrollen. So, was wollen Sie von mir? Hier den Grill mal auf Hot. Even though humans spend the entire night in a state of low power consumption, they still require food energy as soon as they wake up. Bacon and eggs provide a high energy taste ratio. So, Eier. Now put your creations on the plate and you can ring the bell to send it out to the restaurant. Gut, diese Art von Spiel kennen wir ja natürlich, ne?
The smoothie is one of the most efficient forms of human food. Simply take some of your inefficient solid food and put it through the blender. Okay, Blender, Blender. Da geht sogar Wasser an. Seife. Aber wo haben wir einen Blender? Hier? Nein. Ach, guck mal, hier können wir um... Ah, cool. Okay. Ja, einfach ein paar Sachen rein, ne? Okay, und jetzt? Wow! Looks good. Pour it out into a cup and then we can serve it. Was haben wir sonst? Toaster haben wir noch. For some tea and crumpets? Okay. Tea is a traditional human beverage consisting of heated water and flavor. Let's begin with heating some water using a kettle. Okay, Teebeutel. Sandwich sink is a Waschbecken. Bringt uns nicht weiter, ne? Guck mal, wir haben hier sogar Musik. Guck mal, Gebäck hat er. Aber hier, so. Aber der Teebeutel ist weg, ne? Ach, das ist einfach geil. Aber das ist auch falsch. Doch. Jetzt brauchen wir die Sink, also Waschbecken. Also ist die Spielzone könnte ein bisschen besser sein. By being placed in a cup. Similar to tea, crumpets also require heat. Huh? Ach, diese Leute, okay. To cook flat irons, humans use devices called toaster. Oh! Das ist ja jetzt hier richtige Arbeit, du. Komm, Toaster. Ich brauche einen Toaster. Oh, 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 oh. Puh. Guck mal, bei den Fischen. As you can see, there are several different kinds we can make, but they all start with putting some water in the pot. Geil, die Fische gehen sogar zu den Obstbecher reinschmeißen. Ah. So, Pot. Making soup. So, da brauchen wir wahrscheinlich hier ein paar Sachen, ne? Komm, lauter. So, und ich würde sagen,
Aber ein bisschen Seife noch reintun. So. Das ist, die gewisse Würze muss da natürlich auch. Ne? Käse, eine Käsesuppe mit Möhren. So. Ein bisschen Milch rein. So, Eier. So. Tomate, ne? Tomate ist ganz wichtig. Und ja, so. Das wird eine Suppe. Wahnsinn. So. Aus. Nervt jetzt gerade. Erhitzen wir das Ganze so ein bisschen. Packen noch mal ein bisschen Seifenwasser rein. So. Boah, perfekt. Also die Suppe wird der Wahnsinn. Cheese Mushroom Carrot Soup. Just like Mombot used to make. Komm, einen machen wir noch, dann gehen wir zum nächsten Job. Sandwich. Humans refer to this as a sandwich. Zack. Zack, zack. Und jetzt? Da ist noch. I'm trying to cut down on gluten, but that looks pretty sandwich. Einfach Brot zusammen, kein nichts drauf, einfach. Okay, wir gehen zum nächsten Job über. Wir haben hier fertig. So. Exit. Hello, human. Grab a cartridge from the tray. Wie viel Prozent? Das war jetzt 29. Okay, das geht. Store Clerk. Was ist ein Store Clerk? Das werden wir jetzt sehen. Ah, Minimarkt, okay. Hello, human. Welcome to an accurate simulation of Convenience Store Clerk. Slushy. Take a look at this board for instructions. And grab a ticket when you're ready to get started. Guck mal, hier ist alles. Wahnsinn, okay. Ich mache ein bisschen zurück. Let's open up this shop. You can start by cleaning off your counter. You also want to turn on the security camera, so you can keep an eye on the store. So. Gut, im Stehen ist das alles ein bisschen einfacher vielleicht. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Wenn er was klaut, dann kriegt er Ärger. Good afternoon, human. I would like to purchase these chips. Could I also get one of those meat cylinders, please? Hot dogs are in the freezer. Make sure you heat them up, at least a little bit. Das ist gar nicht so einfach. Ich dreh mich mal. Da sind die Hot Dogs. Acceptable. Hurry up and scan that so I think it's a bunch. Habe ich doch schon gemacht. To finalize a sale, pull the lever on the register. All right, here's your paper currency. Don't forget to hand over the change. Many thanks. Und raus aus dem Laden jetzt. Oh, guck mal hier. Kann man die essen? Nein. Gigabyte. Oh, oh, oh. Nächster Kunde. Boah, der ist genau auf die Kante gelegt. So, the cashiers wouldn't have time to contemplate their rapidly approaching obsolescence. So, was hat er gekauft? Well, hello. Would you kindly put those in a bag for me? Ah, yes. Much better.
Was hat er jetzt noch? I'll take one of those frozen slushy delights. Slushy. Slushy, slushy, slushy. Hot Dogs. Ach, guck mal hier. Da haben wir eine Slushy-Maschine. Da soll ich das wissen. So, was will er denn für ein Slushy? Komm, der sieht aus, ob der einen blauen will, oder? So. Would you kindly jumbo size that? Oh, I love the taste of sugar. Oh, you're very good at scanning. Now, would you pass that to me? Komm, Kohle her. And here's some banknotes for you. Keep the change, good human. Cha-cha. Oh, ich darf's behalten. Kannst du das irgendwo speichern? Da, guck mal. I'll take a paper copy of yesterday's news. And I'll take my ticket. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Du nimmst hier das. Feeling a little faint today, dearie. Do you think you could scratch that lottery ticket for me? You can use my quarter. Oh, I guess I won't be getting those upgrades today. Behalte dich direkt. Komm, Kohle. Let me just write you a check for those. There we are. Oh, what a kind young human you are. Have a lovely day. So. Da ist wieder die Blume. Ist ein harter Tag heute. Verdammt harter Tag. So I'm like, yeah, bro, it's a buyer's market. They're looking at me like I'm crazy, you know? What are you talking? No, I'm talking to you. No, you. Mit mir? Yeah, you. You got that hot dog already? Yeah. Huh? Yeah. Oh, I hear you, bro. Yeah. Jetzt müssen wir wieder auftauen. Yeah. Hot dog. No, I was talking, not you. Ja, du musst dich mal gedulden. Das dauert ein bisschen. The human. I want to buy some gum already. Gee, what is this, your first job? Yeah. Oh, yeah. Yeah, wow, took you long enough. No, not you, the other, forget it. So, du kaufst dir trotzdem, weil du unverschämt bist. So. Und jetzt? Some people just don't know how to listen, am I right? Yeah, no, you. I'm talking to you, bro. Oh, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. No matter how irritating the customer, humans were required to smile and be polite. Oh, my little angel. Put that nice, healthy banana up there for the human. Now you stay here for a minute, dearie. Mommy needs to use the little box room. That is some... Sugar! 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 Give me sugar! Was könnte Pink Stuff und die Bath Liquid? That is not sugar. Yummy, more, more. Yummy, more, more. Antibell Liquid. All right, human. Sorry about the wait. Have you rung up our order? Dearie, why don't you hand the human the money? Whoa! Money?
Okay, here. What did you do to my darling? Come back here. You did the right thing there, human. Just do whatever the customer or their children wants. Genau. Wir müssen immer das machen, was die... Der Kunde ist König. Was wollen wir da machen? Ich lese mal kurz hier. Hollandsdänisch Gadgets. This place is looking sick. But you know what it needs? More maximum energy branding. Why don't you bring up that display and we can pump it up a bit? Yeah, that's the one. Let's max this thing out. I gotta run to the bathroom, so I'm counting on you to really push the envelope on this thing. Psst. Hey, human. Yeah. Over here. Yeah. Hast du die Hose gemacht? I need something for cleaning. Gotta clean up here. Pass me something. Anything. Zeitungspapier. Vielleicht. I guess I can make this work. I'll be out in a second. All right, much better. Let's see this display, human. All right, looking good. And now we're on brand, baby. Boom! Peace out, human. Alter, du musst noch bezahlen. Das gibt's doch gar nicht. Was will der da? Work. Oh, I just got back from jogging and... Oh man, do you have something to replenish my electrolytes? Was hat er? Was möchte denn? Energy? Oh, this maximum energy stuff looks new, right? It looks like you have to shake it. Could you shake it? All right, that looks good. Hurry up and scan it. I need a drink already. All right, here's your money. Take it. Die zahlen auch alles. Oh, das ist da reingepackt. So, zack. Und. All right, you got your money. Now give me the drink. Oh, I feel energized. So energized. Hau ab jetzt. Der geht ab wie ein Express. Okay, wir haben hier fertig. Nächster Job. So, hier sind wir beim Automechaniker. Hier können wir mehrere Sachen machen. Also wir haben hier schon freigespielt. 81% ist ja. Und hier könnte ich jetzt aussuchen, was ich machen möchte. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Tune up. Let's go. Hello, human. This is an accurate simulation of Auto-Mechanic. Take a look at this board for instructions. So, hier können wir das Tor öffnen, dann kommt auch ein Auto rangefahren, was wir dann bearbeiten können. Und jeder Kunde hat halt andere Wünsche, eine kleine andere Story. Und good morning, human. I require a tune-up. Please take a look under the hood. So, hier haben wir das Auto. Hier können wir die Kolben auch rausnehmen. So, nehmen wir mal, wo waren wir? Parts. So, die wechseln wir natürlich. So. Batterie, Kartoffelbatterie ist veraltet. Wir wollen Solar. So. Und dann wollte der Fluid. Dann packen wir Energy rein. So, irgendeine Flüssigkeit. This vehicle's power source appears to be unacceptably inefficient. Oh, part. Was wollte sie jetzt noch?
zusätzlich. Well done. That's looking very car. Press the button to drop it back down when you're finished. So, was ich eigentlich witzig finde, wir können jetzt hier noch hingehen. Mach einfach die Reifen ab. Und tschüss. In shops like these, everything had a price. Make sure you bill the customer for the use of your highly valuable time. Oh, thank you, human. I'll get this taken care of right away. Und tschüss, ohne Reifen. Human, I've got this coupon for a sleaze bot special, whatever that is. Says that there's a discount. So hurry up and take care of my car. Get a move on. Humans are allowed to. Human, over here. I'm Sleazebot, the owner of this bot. Yeah, chef. Now this bot's got a coupon, so let's take real good care of him by sabotaging that car and making him come back later for more work. Okay. Ich muss mal ganz kurz schauen. Na komm. Hello, human. Grab a cartridge from the tray and let's get to work. So, jetzt nehmen wir den Automechaniker. Hier habe ich schon 81%. Wir machen aber erstmal hier ganz vorne weiter. Tune, ganz normales Tune-Up. Und ich hatte eben meine Probleme bei 14, ich habe es mal probiert, aber hatte da meine Probleme, muss ich mal schauen, woran es liegt. Kann ich euch gleich eventuell noch mal kurz zeigen. Und jetzt gehen wir erstmal in Tune-Up rein, dass ihr das mal von ganz von Neuem seht, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ja, hier haben wir alles. Hello, human. This is an accurate simulation of Automechanic. Take a look at this board for instructions. So, hier haben wir alle Sachen, die wir so brauchen. Autoteile, Autoreifen, Stash war ich mir jetzt gar nicht sicher, was das war. Okay, hier haben wir Donuts, aber nicht zum Essen. Dekor, ne, so eine Art Wunder-Riechbäume, Nummernschilder und Geschenke. So, hier können wir kleine Teile bauen aus Autoteilen. Kann ich euch mal kurz zeigen. Zack. Rein damit. Und schon haben wir so eine Kühlerfigur, ne? Ist das. So. Süß. Hier haben wir ein Autoradio. Alles gut. Machen wir den Laden mal auf, ne? Hi. I require a tune-up. Please take a look under the hood. So, hier wird uns jetzt auch wieder gezeigt, was sie haben möchte. Da oben, da läuft schon der Timer, ne, als die Frau bezahlen muss. Also wir haben Zeit, ne, das ist kein Problem. So, die will jetzt Fluids. So, da geht das Auto richtig ab. Okay, halt Autoteile und wir geben den, ja, eine schöne Auto Atombatterie, so Kartoffelbatterie, well das ist nichts mehr. That's looking very car. Press the button to drop it back down when you're finished. So, der geben wir auch noch hier, weil die hat ja jetzt hier Fluid drin. Wir könnten auch noch kommen. Wir geben der mal so eine schöne Lackierung noch. Auch wenn ihr das gar nicht haben wollt, das ist egal. Jetzt können wir hier noch die Autoreifen demontieren. So, andere Seite. Das finde ich eigentlich geil. Werdet ihr gleich sehen, die kann jetzt trotzdem wegfahren. So. Ich habe mich sehr gut um sie gekümmert. Ja? Make sure you bill the customer for the use of your highly valuable time. Oh, thank you, human.
Ja, bezahl die Rechnung sofort, weil wir haben alles sehr gut gemacht. Guck mal, wie die weg auf der Felge. Da kommt der Nächste. Ah, heißer Schlitten. Human, I've got this coupon for a Fleasbot Special. Fleasbot Special. Says that there's a discount, so hurry up and take care of my car. Get okay, ein Coupon. Human, over here. Ja. I'm Fleasbot, oh, der Chef. The owner of this fine establishment. Now this bot's got a coupon, so let's take real good care of him by sabotaging that car and making him come back later for more work. Okay, also wir sollen das Auto sabotieren. Okay, pistons in the engine. Don't need those. Recombobulate the thing there. How about my headlight fluid? How's that looking? Yeah, I know about cars. Headlight fluid, you name it, we got it. Get this bot some headlight fluid, human. So schön Öl, ne? Hey, human, while we're dealing with fluids here, why don't we spice up their gas tank with a little secret ingredient that'll ensure they're back later for more work? Okay, wir sollen den irgendwas in den Tank kippen. Da könnten wir nehmen, hier. So sehen wir auch direkt am Auspuff, ne? Und dann ballern wir den hier noch was rein. So. Sugar soll da rein. Ach so. Zucker ist auch gut. So. Ah, noch mehr. Ja, wenn der Chef mehr Zucker rein will, dann. Ich frage mich aber, wie der eigentlich jetzt hier rausfahren will. Ohne Kolben, aber gut. Wir nehmen dir noch kurz eine andere Lackierung mit. So sieht der Wagen auch schon viel besser aus, oder? Ja, hier hast du noch einen Coupon, weil du so ein guter Mann bist. Du bist echt ein verdammt guter Kunde. Hier. Oh, another coupon, is it? I do like discounts. You've really earned my patronage, good Der human. Benutzt nie mehr Rabattcodes. Well, I just got this beauty at the local junkyard. It just needs a little love so I can drive legally. What do you say? Human transport vehicles had to be evaluated for safety regularly. Broken components like these headlights would have to be replaced before evaluation. Okay, ihr guckt andere Lampen. Zack. Zack. Hammer. The air filter's not doing too good. Oh, das ist nicht, echt nicht mehr gut. We'll take a look at that. The air filter's under the hood, human. Keep up, all right? Oh, wait. Now, how about my rust problem? Na klar. Oh, komm, schönes. Schönes Blau. Da ist das Rostproblem direkt weg. Wo haben wir denn hier Fluids? Ich würde versuchen, den. So, guck mal. Sieht ja schon viel besser aus, oder? Jetzt will der 9 haben, ne? Okay, komm. Well, well, reboot my hard drive. It's like a whole new car. Drop it down and give me that bill so I can show it off to my buddies. Du warst in Ordnung. So, einen Kunden machen wir noch, danach zeige ich euch mal kurz das andere Level 14.
Kann natürlich auch sein, dass ich ein bisschen zu dumm dafür bin. Ein Taxi. Was hat der für ein Problem? Hello, human. I'm required by law to do emissions test on my vehicle. Get it done so I can get out of this dump. Thank you. This looks like a lot of work. Let's see if we can figure out a shortcut. Check my stash. See if there's anything in there that can help us. Problem gelöst. Jetzt kommt er da raus. Back when cars were driven by humans, drivers would use air fresheners to improve the breathing quality of the air within the vehicle. Okay, hängen wir den. Wo war's? Dekor war's, ne? So. Eigentlich egal, von welcher Seite ich das Ding dran mache. So, Problem gelöst. Passagiere sterben, aber ist egal. Beste Werkstatt hier, echt. Okay, und jetzt gehen wir mal zu Level 14 oder Kunde 14. Hello, human. Grab a cartridge from a true grease monkey. Get under the hood and get your hands dirty in our simulated mechanic shop. Hello, human. This is an accurate simulation of auto mechanic. So, Kunde 14 kommt. Und das ist mein Endgegner. Okay, ein Anstrich. Das machen wir. Oh, ein schönes Orange. Knallen wir drauf. Oh, das sieht doch nice aus. Those circular platforms on the corner are where we can display some parts. Fill them up with stuff you want to showcase. Okay. Energy. Können wir noch so ein paar Teile dran machen, so. Luftfilter. Alles so Teile, was wir hier so verkaufen, ne? Ist doch gar nicht verkehrt. Nice, nice. Now, what's afloat without some dangling bits? Attach some stuff on the sides. So. On those little pegs. Und hier hänge ich jetzt dran, weil wir haben 6 Stöpsel, ne? An den Seiten jeweils 2 und hinten. Und wir sollen 8 dranhängen und das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt. Irgendwo noch was dranhängen kann, aber also das also ich kriege hier nichts mehr dran und es geht auch nicht weiter. Das ist jetzt mein Problem, was ich hier habe. Wie gesagt, es kann gut sein, dass ich hier schuld bin, dass ich irgendwas nicht kapiere. Aber ich kriege jeweils immer nur ein Teil da dran und der zählt halt nicht mehr hoch.
passiert nichts mehr, ich kann jetzt machen, was ich will. Der schafft es nicht mehr hochzuzählen. Und hier so Sachen zu kombinieren miteinander geht auch nicht. Habe ich auch probiert, irgendwie. Also, das ist hier das Ende von Automechaniker. Also gerne, wenn ihr Bescheid wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare packen, was jetzt hier mein Fehler ist. Ja, Leute, das war Job Simulator und wir machen mal die Lichter aus hier. Ja, wie ihr gesehen habt, Automechaniker habe ich jetzt nicht mehr hingekriegt. Könnt ihr gerne unter die Kommentare mal packen, ob ich da was falsch mache oder ob ihr vielleicht auch daran hängen geblieben seid, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Es ist ja jetzt kein ganz neues Spiel, aber auf dem Pico Store natürlich doch. Also ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, ist alles super süß umgesetzt und ja, jeder Job hat so seine kleine Story. Man wird da durchgeführt, es passieren immer so kleine Dinge, kleine Aufgaben, wenn man hier sieht. Ja, okay, habe ich ja nicht durchgespielt, aber hier haben wir halt immer die Möglichkeit, die ganzen Level nochmal zu machen und ja, man hat immer neue Abschnitte und immer neue Aufgaben, die man dann erfüllen muss. Also ich finde es ganz nett gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einmal alles durchgespielt habe, ob mich das Spiel dann nochmal dazu bringen kann, ob ich hier diesen Infinity-Modus zocke. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob dann Neuigkeiten noch dazukommen, Überstunden zu machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier die wegschmeiße? Erscheint die dann? Ja, erscheint neu, okay. Ja, also das muss man natürlich bedenken. 20 Euro ist nicht wenig Geld. Ich würde jetzt fast sagen, so, ich habe jetzt alles mal ein bisschen gespielt, dass vielleicht 12 bis 15 Euro da gerechtfertigter wären. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich sehr viel Zeit gekostet hat, dieses Spiel hier umzusetzen. Von daher will der Entwickler natürlich auch, ja, am besten Gewinne erzielen, ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und dass man nicht in ja, eine Eigenleistung geht und nichts davon hat, das bringt natürlich keinem was. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gerne eure Meinung unter die Kommentare packen, würde mich echt freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt abonnieren würdet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt keine Überstunden mehr und ja, jetzt haben wir Freizeit, also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.